ich vermute, das wäre... Gibt es keine Statistik von denen? Also im Kanton Bern hat es die meisten gehabt. Nein, ja, ja, das hat ja eben auch... Aber eben, ja, ich meine jetzt... Also, okay, also vielleicht kannst du noch kurz sagen, ich glaube, von der Kirchengemeinde ist immerhin die Hilfe gekommen, dass wir den Raum benutzen. Also ich würde schon dazu sagen, dass von der Kirchengemeinde habe ich also sehr gute und liebe Unterstützung auch bekommen. Ja. Sie haben das sofort unterstützt und gesagt, wir stellen ihm den Raum zur Verfügung. Ja. Ich kann da alles... Küche, alles kann ich da benutzen. Und wir haben auch recht viel diskutiert und es werden dann auch noch einige kommen von den Kirchen. Also. Das ist gut. Nochmal, also. Dazu würde ich auch noch etwas sagen, von wegen der Herr davon sagt, dass da nicht mehr gemacht worden ist und er das hätte müssen machen. Das war ja eine Initiative von ihm aus über die Seite vom Internet. Und dann, wie soll sich die Gemeinde Feraldorf da dazu stellen? Ich meine, entschuldigt, die ganze Schweiz, da müssen nicht eine einzelne Gemeinde, da müssen wir gesamthaft irgendwo. Und da hat es im Beitrag ja das Schweizer Fernsehen gemacht, oder? Ja. Also zum Glück ist ein bisschen etwas im Gang, aber es stimmt, also in Zürich weiss ich jetzt zufällig, gibt es genau zwei Gemeinden, wo man kann sagen, die haben das erforscht, haben es erforscht lassen, erforschen es zum Teil noch weiter. Und zwar ist das die Stadt Zürich, die hat mich beauftragt für das ganze Vormundschaftswesen, auch für die Pflegekinder, für die Heimkinder, die gesamten Akten anzuschauen. Und dort habe ich viel von diesen erschütternden Geschichten mitbekommen. Ich habe auch Interview gemacht mit Leuten, die ich dann aufgrund von diesen Akten kennengelernt habe, also die sich bei mir gemeldet haben. Und in der Folge hat das auch noch Adliswil gemacht. Dort habe ich auch Zugang gehabt zum Archiv, zu diesen Vormundschaftsakten. Und zu all diesen Fällen, und dort hat es auch für die Kinder, Heimkinder, zwangssterilisierte Frauen, das ist auch noch ein Thema, das mich immer beschäftigt hat, und halt diese Sachen gehabt, und das ist auch publiziert, das ist ein kleines Büchlein, kann man kaufen, und sonst hat das in der Stadt Zürich und im Kanton Zürich eigentlich niemand gemacht. Gut, der Kanton Zürich hat es gemacht für die psychiatrische Anstalt, das ist ein Parallelprojekt, sie will viel auch Kinder die letztlich dort gelandet sind oder als Erwachsene letztlich dort gelandet sind. Und was jetzt läuft, ist, dass der Kanton Luzern so eine Untersuchung macht, ein Intro mit... Aufgrund vom Fernsehen oder von der, genau das ja. Heim oder der... Natürlich, das kommt alles nicht von aber es ist gut, dass sie es machen, es ist aber der einzige Kanton, es ist die einzige kantonale Landeskirche, die das macht. Und ich denke, im Prinzip müssen das alle machen, gerade in der Schweiz, wo man halt so föderalisch ist, müssen das halt Kantone machen. Der Bund ist angefragt worden, also ich habe ja das mitlanciert, das Projekt vom Nationalfonds, ist halt zuerst mal angefragt worden, mehrfach schon im Jahr 1999 vom welschen Nationalrat, dann nachher dann von einem anderen Nationalrat, hat das immer abgelehnt, hat gesagt, ja nein, das muss die Wissenschaft machen. Dann sind schon wieder 4 Jahre ins Land gegangen. Dann hat das Fernsehen zum Glück die Sendungen gemacht. Dann haben sich sehr viele Leute gemeldet, die haben sich an unseren paar Historiker gewendet, die sie gewusst haben, dass wir schon da dran sind. Also der Marco Leuenberg aus Bern, mich, dann ist Freselias dazu und andere Jüngere, die dann da eingestiegen sind. Und so haben wir dann können mit einigem Druck beim Nationalfonds das Projekt eingeben. Wir haben auch Professoren gefunden von der Uni Basel, die das so gemacht haben, der Herr Mäder und der Herr Hellmann. Und der Nationalfonds hat aber nur etwa ein Drittel von dem bewilligt, was wir haben wollen. Also es hat genau 2 Halbtagsstellen gegeben und die hätten dann die ganze Schweiz untersuchen sollen. Und sie haben natürlich gedacht, ja okay, dann machen sie vielleicht 20, 30 Interviews und die Sache ist unter dem Boden. Aber der Professor Mäder und viele Leute, Studenten, haben dann das Projekt ausgeweitet, sodass wir haben können die 270 Interviews machen, was viel ist oder für so ein günstiges Projekt. Und das ist alles dokumentiert. Also das Buch, das ich jetzt dummerweise vergessen habe, aber in herzlichen Fällen versorgt und vergessen, bringt nur einen kleinen Ausschnitt. Also jedes von den Interviews geht ein paar Stunden, ist auf der Umwand aufgehabt, ist auch aufgeschrieben, Satz für Satz. Und wenn jemand sich das antäte, das mal durchzulesen, dann ja, er müsste eine Pause machen, würde ich sagen, mehrere. Und er wüsste dann aber wirklich, was da alles für Sachen waren, auch die guten, aber eben an einem kleinen Ort waren. Und wie ausgelöbelt und bösartig manchmal ist die Sachen waren. Und man fragt sich, wie Menschen zu dem fähig waren. Aber der Mensch ist halt so, wenn ein Opfer mal da ist, der wehrlos ist, der hilflos ist, der ausgeliefert ist,
dann gibt es wirklich keine Bremse mehr. Dann kann das beliebig weit gehen. Und darum ist es ja so wichtig, dass man das eben öffentlich macht, dass man dazu schaut, dass man Kontrollen macht, weil Kontrollen sind. Dort war eben auch das Versagen gewesen bei diesen Behörden. Das weiss ich von x Institutionen. Ich habe auch Geschichte von einzelnen Institutionen geschrieben. Da zum Beispiel hat es die administrative Armenanstalt in Kappel, im Kloster Kappel. Und dort haben die Insassen und auch die Bewohner im Umfeld gesagt, ja, jetzt schmeckt es. Es schmeckt schon am Zwinglistein. Das ist ja der Schlachtort, das Gedenkort von Zwingli. Man schmeckt schon am Zwinglistein von dem Kloster Kappel über, wie es wieder nach Braten schmeckt. Jetzt hat sicher die Aufsichtskommission ihre Sitzung. Und so ist es gelaufen. Also die haben dann einfach ein schönes Essen gehabt. Die Heiminsassen haben ein Sonntagsgewändchen gehabt, für einen extra Schübling bekommen. Etwas, was sie dazu aber nie bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, das ist ja super, die haben es aber gut. Das ist ja schön und das Essen ist ja gut. Ja, die ist schön gegen und dann noch ein Schnäpschen drüber. Aber dann sind alle zufrieden gewesen. Und das hat sich dann Kontrolle und Aufsicht genannt. Und dort hat es natürlich gefehlt. Also da ist einfach, was ich gesagt habe, das System, wo sehr viele davon profitiert haben und wenige sich dagegen gewehrt haben. Und zum Glück hat es die gegeben. Also das, die kann man mit Namen nennen und von einer Hand abzählen. Das war der C.A. Losli, selber ein Heimkind. Der hat sich sein Leben lang eingesetzt für seine Kollegen. Ist gnadenlos ausgrenzt worden. Total gescheiter Mensch, ein hochintelligenter Literat. Ist in die Ecke gestellt worden. Und hat sich aber gleich das Leben lang gewehrt für die Leute. Also er hat eine Sammlung von vielen Briefen, wo all die Themen schon sind. Jetzt ist auch seine Gesamtausgabe rausgekommen, endlich. Also man merkt jetzt, was man da für einen sozialdenkenden, kritischen Mensch gehabt hat, wo in der Schweiz wirklich Pluspunkte gibt. Man merkt aber auch, wie er angefeindet worden ist. Und es hat den Peter Surava gegeben, ein Journalist, der hat zusammen mit dem ursprünglich ja, jüdischen Namen Hirsch, der hat geändert in den Namen von einer Bündnergemeinde. Die Bündnergemeinde hat dann vom Bundesgericht erreicht, dass er ins Gefängnis gekommen ist, weil er angeblich den Namen missbraucht hat. Verschmutzt. Ja. Und jetzt ist er Ehrenbürger von dieser Gemeinde. Also die haben auch umgekehrt. Aber zum Sagen, es ist auch nicht einfach, sich zu wehren. Man hat dann müssen mit Widerstand rechnen. Aber es haben die Leute gemacht und er hat zusammen mit dem berühmte Fotograf Paul Sam, die Fotos gemacht, die man hier sieht. Vor allem in der Anstalt Sonnenberg. Das war so eine berühmte Anstalt von der Gemeinde zu einer Gesellschaft für Jugendliche Händler. Und die haben geschlossen werden, dann 1944, weil die Missstände dann einfach publik geworden sind. Also die Kinder sind halb verhungert, sie sind schwer misshandelt worden. Und dann hat aber natürlich der Direktor gesagt, das stimmt doch alles nicht, ist doch alles bestens, es gibt so eine dicke Rechtfertigungsschrift von ihm. Aber dort hat man dann wirklich eine Untersuchung gemacht und halt festgestellt, das hat eben doch gestimmt und die Anstalt hat müssen schliessen. Und so, die Geschichte hat es noch eine paar gegeben und vor allem hat es dann in den 70er Jahren die sogenannte Heimkampagne gegeben. Dort haben Studenten, aber vor allem auch Bewohner von diesen Heimen sich zusammengetan, Demonstrationen gemacht, Dokumente rausgegeben und gesagt, also das ist ja schlimmer als in einem Gefängnis und das für Kinder, für Jugendliche, die keine Straftaten begangen haben, das ist da eigentlich los. Aber die sind dann da von den Zuständigen verhaftet und eingesperrt worden, die das gemacht haben. Längerfristig hat das allerdings einen Wandel bewirkt. Also ich denke, heute in den Heimen und in den Schulen für soziale Arbeit gibt es jetzt schon Leute, die auch wissen um die Geschichte, die sich bemühen, dass das besser ist, die Kontrollmechanismen einbauen. Das berühmte Vier-Augen-Prinzip noch besser, aber auch natürlicher werden als Sechs-Augen-Prinzip. Und eben auch das kann man sagen, also wir haben die Missbrauchswelt von dem Pfleger, dem Behindertenheim. Also man kann das gar nicht nur kontrollieren und man sollte ja nicht sparen. Ich glaube, das ist die andere Lehre, die man hat. Man sollte nicht sparen in diesem Sektor. Weil da spart man jetzt wirklich genau am falschen Ort. Da kann man, wenn es gerade durch die Flugschau fahren, kann man also dort sparen, macht es viel weniger Lärm. Aber an dem Ort sollte man auch nicht sparen, weil das trifft sonst die Schwächsten. Und je mehr, also es ist halt die Geschichte von diesen katholischen Kinderheimen, die sind eigentlich darum so beliebt gewesen, auch bei Reformierten oder auch bei einweisenden Instanzen, auch bei staatlichen, weil sie weitaus am billigsten sind, die sind hier oben. Und
Mönche, die haben keinen Lohn gehabt. Die sind einfach am billigsten. Gottes Lohn. Und sie haben, ja genau, und sie haben dann noch Freude gehabt, dass sie die Kinder können in ihrem Sinn religiös beeinflussen. Dann haben sie gedacht, okay, da haben wir ein freies Feld, da können wir, das ist gut, bringen uns die Kinder nur. Und aus dieser Mischung aus, sehr billig, in einer Geisteshaltung, wo die Kinder eigentlich nicht ernst genommen, sondern als Mittel zum Zweck, und eben riesige Gruppen mit relativ wenig Personal, weil sie eben so billig müssen sein, das hat dann zu Überforderung geführt von diesen Nonnen und Mönchen und zu diesen Brutalitäten, die man gerade aus diesen Heimen eben auch kennt. Also es gibt Nonnen, die männliche Kinder missbrauchen, Priester sowieso. Es gibt schreckliche Misshandlungen durch Mönche und Nonnen. Im Namen des Christentums haben die Kinder blutig brüllt. Und da kann man nur sagen, das ist ja offenkundig aberwitzig, aber es hat den Hintergrund, dass sie gleichzeitig auch die billigsten Heime sind und die staatlichen Stellen, die auch hätten müssen, nicht überwachen haben, von der super, da können wir das Deutsch ein bisschen niedrig halten und dafür dort ein Schnäuschen bauen oder weiß ich was, kommt uns doch zu Pass und dann haben wir Kinder ganz gut und es ist ja alles sehr christlich. Also da hat man einfach nicht angeschaut, aus Kosten, darum sage ich einmal, das ist ganz wichtig, an dem Punkt gespart ist am falschen Ort. Ja.